Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Pioneers of Pagonia. Mensch, das ist die 80. Folge und wie man in der letzten Folge sehen konnte, ich zahle immer noch Lehrgeld. Ja, passieren immer noch so die ein oder anderen Dinge, die nicht so ganz rund laufen hier. Mit mir. Das Spiel selber ist in Ordnung, aber derjenige, der hier an den Tasten sitzt, manchmal so ein bisschen neben der Spur. Ja, egal. Wir haben immer noch Probleme mit Dieben. Wir haben hier jede Menge Leute, wir haben da jede Menge Leute und wir haben hier ein Diebeslager. Sogar zwei, wie ich gerade sehe. Ich würde vorschlagen, wir räumen da mal so ein bisschen auf. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich finde, das ist eine gute Idee. Ich finde das eine hervorragende Idee, hier mal so nach dem Rechten zu sehen und den Leuten da mal so ein bisschen auf den Zahn zu fühlen. Aber so geht's ja nicht. Ja, hier immer nur Ärger machen und mir Klamotten klauen. Hier, guck mal, was die alles hier angekarrt haben. Das geht ja gar nicht. So, da kommt die erste Abteilung auch schon an. Da sind die anderen Leute auch schon eifrig dabei. Und heizen den. Boah, sind das viele. Wow, das Dreilager? Oha. Oha, oha, oha. Wo? Wo? Oh, 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 diese Meisterdiebe, die machen einem da schon so ein bisschen das Leben schwer. Folgendes. Da mal so ein bisschen und die sind ja schon dabei. Hier mal so ein bisschen. Was mich so ein bisschen nervös macht, ist die Tatsache. Das ist auch ein Dieb, deswegen. Okay, okay, okay. Weil ne, das Lager selber existiert leider noch. Aber da sind Diebe unterwegs. Jetzt wieder zurückgekommen sind. Auch hier das Lager steht noch. Ich meine mal das hier. Das ist da wohl mehr als 30. Moment. Moment, Moment. Nee, da muss ich hin. Immerhin konnte ich so ein bisschen die Leute hier reduzieren. Aber so ein bisschen reduzieren die auch hier meine Leute. Das ist ärgerlich. Und ich habe bis jetzt noch nicht ein einziges Lager hier komplett niedergekriegt. Auch nicht sehr schön. Wie viel ist denn von denen? Vermaledeiten Dieben. Da rennt auch noch einer rum. Es nimmt kein Ende. Meine Güte, ne, das ist aber. Ui, 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 ui. Na, endlich. Ein Lager weniger. Der sich da durchsetzen kann. Ja.
Jawohl. Teuer erkämpft, kann man nicht anders sagen, aber wir haben es geschafft. Immerhin. Wow, das waren die beiden Diebeslager, die sind jetzt Geschichte. Da sind schon wieder irgendwelche Banditen. Ende ist noch nicht in Sicht. Leider. Da macht man nichts. Aber es ist halt, wie es ist. Immerhin, die Diebe hier sind wir los. Die machen uns keinen Ärger mehr. Jetzt muss ich natürlich die verloren gegangenen... Oh, beide ist auf ein jeweils runter. Uiuiuiui. Ja, das ist, traurig, aber es ist so. So, ich habe hier 6 Waldläufer rumexistieren. Das ist cool. An und für sich. Ich habe hier 10 Waldläufer rumexistieren. Da kenne ich jetzt nichts. Ein weiterer Wachturm. Den setze ich mal hier so hin. So, nein, Waldläufer 10. So, dann werden wir uns mal so ein bisschen um die Schemen auch kümmern. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Wir haben ja jetzt hier gelernt, ne, dass die Leute hier sind schon wieder los und wieder Diebe. Sind noch lange nicht alle weg. Es sind noch lange nicht alle weg. Wo bin ich überhaupt? Ach, da an der Ecke hängen die fest. Okay. Da haben wir noch einiges vor uns. So. Was wollte ich gerade? Achso, genau. Hier. Ich brauche wieder Rüstungen. Ich brauche Fackeln. Wo ist der Kollege für die Fackeln? Da hinten. Du musst da mal so 20 Stück. Ach, 15 habe ich noch, das ist egal. Kann man nie genug haben. Der ist wieder, zumindest wieder beschäftigt. Weißt du was? So. Dann, wie sieht's hier aus? Ich habe. Sehr gut. Dann kann ich 10 von den Veteranenwachen rekrutieren. Und ich gebe auch schon mal, auch wenn das jetzt vom Material her, also hier von der Ausrüstung her erstmal so nicht passt, aber ich gebe auch schon mal hier 10 Veteranenwachen in Auftrag. Dann haben wir die auch schon mal so ein bisschen dabei. Und wie sieht es hier mit Eisen aus? Wir haben so ein leichtes Eisenproblem. Ja, Eisenmangel ist nicht gut. Da muss man was gegen tun. Ich habe hier Silbererz. Ich habe hier noch mehr Silbererz. Da ist Eisenerz. Hatte ich nicht irgendwie hier gesagt, irgendwie in diese Richtung, bitteschön, tief werden? Und wenn ja, wen habe ich denn damit beauftragt? Okay. Es tut sich was. Waren die das? Nee, das ist der Freund. Ich komme mal wieder. Nee, die sind das auch nicht. Ich hatte irgendeinen. Nee, ich war nicht der Wachturm. Das könnte theoretisch der gewesen sein. Der ist es auch. Okay, da habe ich aber keine Leute mehr für, sehe ich gerade. Da wir einen hier rum existieren. Das ist ein bisschen wenig. Ich brauche da Leute. Gar nicht mal wenige. Gut,
zwei sind immerhin unterwegs. Da sind wieder Schemen, die unsere Leute erschrecken. Ah, da haben die die Grabstätte. Interessant. Ja, dann bin ich ja hier mit dem hier Gold richtig dabei, ne? Nicht mal behaupten wollen. Da habe ich schon mal 10 von den lieben Kollegen, von den Waldläufern. Und da werden die nächsten 10 rekrutiert werden, sobald die entsprechenden Möglichkeiten dafür gegeben sind. Kommt alles. Ja, Eisen. Ist ein heißes Eisen. Kupfer kriege ich an fast jeder Ecke. Selbst Silber ist relativ häufig anzutreffen, aber Eisenerz. So, wer war's? Der hier? Ja, warum sieht das so komisch aus? Achso, das war wegen dem Holz da und so weiter. Das war. Wisst ihr? Achso, einer, ein Entdecker von meinen Leuten. Warum geht ihr nicht dahin? Warum lasst ihr euch von den Typen da verscheuchen? Was ist der Grund dafür? Schwierig. So, okay, wie sieht's hier aus? Eisentagebau. Da ist nichts mehr. Abbauen können die auch nichts mehr, klar, Logo. Aber auch hier, ne, Lagerbestand ist aufgebraucht, dann würde ich sagen, weg damit. Ich wäre natürlich jetzt die Leute da. Arbeitslos. Leider ist das so. Kohle, Silbererz, Kohle. Eisentagbaustelle, brauche ich denn noch eine Baustelle, vielmehr. Auch hier ist alles weg. Die finden auch nichts mehr. Bitte schön noch das abreißen. Nur noch einen Eisentagebau, das ist nicht viel. Im Prinzip ist das so gut wie nichts. So, wie sieht's aus? Ich habe 10 Stück auf jeden Fall genug. Ein weiteres gegnerisches Lager wurde entdeckt. Ach hier, alles klar, das meine ich jetzt. Da haben wir Schwarzkittel. Wildschweine. Schneiderei arbeitet. Das Lager ist leer. Was hatte ich da gelagert? Eisen. Da ist nicht mehr viel zu lagern. So. Oh, sehr erfreulich. Ah, ich warte mal noch ab, bis die hier auf 10 sind, damit wir voll personell voll ausgestattet sind hier mit den Leuten. Und ja. Kupfer, was soll ich mit Kupfer? Da kann ich nicht viel mit reißen mit Kupfer.
ertappe mich immer wieder dabei, wie ich versuche, weiter rauszuzoomen, um mehr von der Umgebung hier zu sehen. In der Hoffnung, auf die Art und Weise halt auf Eisenerz zu treffen. Moment mal, das ist cool. Immerhin. Ah, das ist ein Hoffnungsschimmer. Ja. Eisentagebau. Aber sowas von. Okay. So. Wir haben wieder Eisenerz. Und wir haben immer noch Diebe, die uns das Leben schwierig machen. Moment. Ich sehe da Dinge. Einmal. Konnte man da nicht irgendwie andocken? Egal. Das geht nicht, aber das geht. Okay. Na, was mache ich da die ganze Zeit? Kann mich entsinnen, dass wir hier die Möglichkeit hatten, diese Blüten nicht nur, oder diese Blumen oder Pflanzen nicht nur zu entdecken, Blüte, na gut, sondern da auch einen Weg hinzubauen, genau wie mit diesen Türmen da, ne? Irgendwie auf einmal ist hier zum Andecken irgendwie nichts dabei. Muss das jetzt so sein, oder, was verstehe ich da gerade nicht? Kurios. Okay, was mich jetzt im Augenblick so ein bisschen umtreibt, ist die Frage, man macht das mit dem Lager da noch Sinn? Ich habe dieses eine Eisenlager hier errichtet. Das ist jetzt leer. Da wird zwar noch Eisen abgebaut hier, aber die bauen so wenig ab, dass die selber kaum irgendwo den Dorfreserve haben. Gut, auch mit dem Leder hat jetzt nicht so wirklich was gebracht. Ja gut, also seitdem ich das hier herausgefunden habe, wie das mit der Schneiderei funktioniert, ich habe das jetzt auch erledigt. Warte mal, was wird denn da sonst noch gelagert? Rehfleisch. Und dann switch doch einfach mal um auf tierische Produkte und geh auf Rehfleisch. So, für die. Dann, was mache ich mit dem Lager jetzt hier? Im Prinzip kann ich das abreißen. Wie sieht das hier aus? Ne, auch hier, wenn ihr die bauen, zwar Kohle habt, aber ist auch nicht so viel, dass ich das irgendwie dann in einem Lager niederschlagen würde. So, mit den Schemen reicht mir jetzt so langsam. Wie sieht's aus? Seid ihr komplett? Immer noch 8. Achso, das könnte Gründe haben. Beispielsweise in der Art, dass ich da noch nicht genügend rekrutiert habe. Theoretisch könnte. Dann machen wir das auch mal. Holzwerkstatt ist fertig mit den Fackeln. Machst du mal 8 Fackeln. Wie sieht es mit den anderen Dingen so aus? Holztechnisch. So, okay. Ja, Weizen wird nicht so unheimlich viel abgebaut oder angebaut oder geerntet, wie man will. Flachs läuft ganz gut.
Liegt wahrscheinlich auch daran, weil ich hier 10.000 Flachsfelder habe. Hier habe ich Flachs, da habe ich Mais, da habe ich noch wieder Flachs, da habe ich Weizen, da habe ich Weizen, Flachs. Weizen, Flachs. Was ist das? Auch Weizen. Hier ist, Moment, Augenblick. Dreh dich relativ schnell. Da würde ich dann auf Weizen umswitchen. Denn hier habe ich Mais, hier habe ich auch Mais, das ist in Ordnung. Sehr schön. Läuft besser als gedacht. Ja, also wie gesagt, ne, User hatte schon recht, die Sachen sind hier nicht so ergiebig, aber läuft. Ja, also man kann da schon was rausziehen. Ne? Also hier 10 Einheiten Weizen, 32 Einheiten Flachs. Ich bin da nicht unzufrieden. Kann jetzt nicht sagen, dass ich sagen würde, hier irgendwie so, boah, nee, ist Schnitzel, nein, oh. Da ist ein Steinbruch ohne Material. Moment. Normale Priorität. Achso, den kann ich deaktivieren. Und der hat hier noch ein bisschen Stein dabei. Kann der andere Steine abbauen? Gibt es hier Kalksteine? Sieht nicht so aus. Und dann werde ich über kurz oder lang das Teil abreißen und oh, hier gibt es Kalkstein. Ja, Moment. Der Weg ist weit, ja, das ist schon klar, aber machbar. Was ist das? Ach, das ist auch ein Steinbruch und der ist voll. Hä? Achso. Okay. Dann brauche ich nicht so viel Kalkstein, beziehungsweise, ne, ich mache das anders. Der war das, ne? Dann nehmen wir mal raus alles, weil, wie gesagt, deaktiviert habe ich den ja eh schon. Das hat sich erledigt. Der ist dabei. Für den Fall des Falles. So. Stein und dann Kalkstein. So. Okay. Dann haben wir eventuell etwas Vorrat, wenn wir den mal brauchen. Ein Wachturm hat er auch irgendwie. Den Befehl bekommen, hier irgendwas zu tun. So ausbautechnisch. Dann macht das bitte hier. Da gibt es Stein, das ist cool. Und da sind die entsprechenden Leute unterwegs für den Bau. Von den Kollegen. Und dann schauen wir weiter. Moment. Es brennt. Die sowieso brauchen. So. Und ansonsten würde ich sagen, das sind nur noch 9. Was passiert?
Da kommen Schemen an. Einen Augenblick mal eben. Weißt du was? Wir machen einen kurzen Prozess. Ich bin jetzt leid. Einmal da. Und einmal da. Und dann schauen wir mal, ob sich da so schemenmäßig was tut. Ich weiß, wir sind wieder weit über die Zeit hinaus. Aber ich will hier zumindest noch die Schemen loswerden. Wenn das irgendwie klappen sollte, wäre das toll. Würde das sehr begrüßen. Das sieht bis jetzt ganz gut aus. Sind das wirklich nur noch die drei? Ich will gar nicht so fürchterlich Angst haben müssen. Ah doch, da sind noch ein paar mehr, sehe ich gerade. Sind nicht nur die drei. Oh, da ist noch einer. Ah, verstehe. Das ist schon mal Geschichte. Jetzt die Frage. Komme ich mit meinen Leuten da noch einigermaßen zu Rande? Oder übernehme ich mich da unter Umständen? So, dann seht mal zu. Und da ist es auch schon passiert. Ha! Sehr cool. Die Schemen sind zumindest jetzt hier in dieser Ecke Geschichte. Das ist cool. Das finde ich sehr, sehr schön. Da hat sich das ja gelohnt. Sind das Diebe? Bin ich ganz sicher. So, Moment mal. Hier wieder zurück. Das sind Diebe. Zumindest zum Teil. Und denen es da gerade zum Teil auch an den Kragen geht. Aber jede Menge, die halt noch unentdeckt sind. Ja, wir haben noch die ein oder andere kleine Geschichte zu erledigen. Es bleibt nach wie vor herausfordernd, aber so langsam aber sicher kriegen wir die Insel hier in den Griff. Und das ist das Entscheidende. Ich bedanke mich für eure Unterstützung. Ich bedanke mich für deine Unterstützung. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Bis dahin wünsche ich euch immer alles, alles Gute und genießt die Zeit.